Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Abenteuer Brettspiele. Diesmal mit einem neuen Loot-Video. Denn ich habe zwar schon von der Messe Spiel eine Menge Neuheiten, eine Menge neue Spiele mit nach Hause bringen können, aber auch in den Wochen danach ist dann noch einiges von verschiedenen Verlagen bei mir angekommen. Teilweise noch eine Vorbestellung oder zwei und aber auch viele Rezensionsexemplare von Verlagen, die halt mir die Spiele im Nachhinein zugeschickt haben, weil sie vielleicht auch nicht verfügbar waren pünktlich zur Messe oder weil sie nicht genug Spiele auf der Messe dabei hatten. Auf jeden Fall einiges nochmal angekommen und ich bin sehr gespannt drauf. Möchte natürlich davon sehr, sehr viel dann in nächster Zeit spielen. Und jetzt zoomen wir mal ein bisschen ran und dann werde ich mal mit euch zusammen ein bisschen mehr anschauen, was so angekommen ist bei mir. Und unter anderem ist Tiletum angekommen von Board & Dice bzw. Giant Rock. Eine Neuheit, auf die ich mich auch sehr gefreut habe. Ein Rezensionsexemplar habe ich hier bekommen und das ist ein Spiel von Daniele Taschini und Simone Luciani, welches ich jetzt auch schon spielen konnte, was ich auf jeden Fall sehr sofort, als ich es bekommen hatte, dann auch auf den Tisch gebracht habe. Ein Spiel, wo es halt in die Renaissance geht, wo wir durch Europa reisen mit unserem Händler, aber auch mit unserem Architekten und wir bauen Wohnhäuser, wir nutzen Bonusplättchen, wir errichten Säulen und bauen damit dann auch an Kathedralen in ganz Europa mit. Wir versuchen das Ansehen beim Königshaus zu erhöhen. Wir versuchen unsere eigenen, Gasthäuser, unsere Unterkünfte mit Personen voll zu bekommen. Und das alles machen wir halt über so einen interessanten Draft-Mechanismus, indem wir hier Dice, also Würfel, nutzen. Sieht man hier auch ein bisschen vergrößert, um dann Aktionen zu nutzen. Und das ist wirklich sehr, sehr interessant gemacht. Also die ersten Partien waren auf jeden Fall schon mal sehr vielversprechend. Thematisch ist es allerdings auch ein bisschen dünn. Also die Mechaniken, ist zwar schon ein schönes Thema und schön gestaltet, aber auch teilweise dann doch recht abstrakt. Aber da werde ich sicherlich dann mehr drauf eingehen, wenn es dann soweit ist und ich das Spiel dann häufiger spielen konnte. Das war auf jeden Fall, Tiletum war auf jeden Fall eines der Highlights, auf das ich mich sehr gefreut habe. Dann ist eingetroffen unter anderem von Asmodee bei mir 3000 Halunken, ein Spiel von Corey Konietzka aus seinem neuen Verlag Unexpected Games. Und das war wirklich eine spannende Sache, denn wir sind irgendwie im Wilden Westen und wir versuchen von einem geheimnisvollen Reisenden, der so irgendwie ganz moderne Technologie wahrscheinlich aus der Zukunft dabei hatte, die versuchen wir zu finden, aber sind wir nicht der Einzige. Es gibt halt hier verschiedene Halunken, wie das Spiel schon sagt, und warum es 3000 Halunken heißt. Wir haben hier so Karten und Sleeves, die auch schon teilweise bedruckt sind, die stecken ineinander. Und da können wir natürlich verschiedene Kombinationen dann dadurch auch erzeugen. Und wohl 3000 Kombinationsmöglichkeiten gibt es hier wohl. Ja, und dann gibt es hier eben auch noch zusätzliche Karten. Es gibt Plättchen und Marker, einen großen Spielplan, den wir hier sehen können. Und so versuchen wir dann durch Aktionen sehr interaktiv uns diese Technologien aus der Zukunft unter den Nagel zu reißen. Und es klang halt mir sehr spannend auf jeden Fall. Ein ungewöhnliches Thema. Auch so ein bisschen Poker-Kartenmäßig mit dabei und das sieht sehr spannend aus. Von daher freue ich mich, 3000 Halunken dann spielen zu können. Ja, dann haben wir hier ein kleines Spiel und zwar von Morten Billcliff und zwar Viking Raiders, ein Action-Strategie- und Mayhem-Kartenspiel für 2 bis 5 Spieler, 45 bis 60 Minuten ab 9 Jahren. Ja, wie man jetzt sehen kann, eben ein Spiel mit Karten. Ich halte es mal ein bisschen näher ran. Ist hier auf Englisch und ganz sprachneutral ist es nicht. Aber wir sammeln eben Ressourcen, wir kaufen Sachen vom Markt und wir kämpfen auch gegeneinander. Und ich bin gespannt. Ein Spiel, von dem ich jetzt nicht so viel gehört habe. Habe mich aber gefreut, dass ich dieses Spiel bekommen habe. So ein schnelles, interaktives Kartenspiel klingt auf jeden Fall schon mal spannend. Und da werde ich natürlich dann auch, sobald es möglich ist, das mal versuchen auf den Tisch zu bringen. Dann haben wir, oder ich besser gesagt, auch bekommen von Siemen Games und von Asmodee in Deutschland als Rezensionsexemplar Star Wars The Clone Wars. Das konnte ich kurz anspielen auf dem Presseevent von Asmodee auf der Spiel 22, ein neues Pandemic-Spiel. Und da fand ich ja schon das WoW-Spiel, das World of Warcraft-Spiel gut. Und das ist natürlich thematisch hier auch sehr spannend.
Denn hier werden wir wieder mit ähnlichen Mechanismen, die wir so aus der Pandemic-Welt kennen, zusammen gegen quasi ja, die Druidenarmee von Count Dooku antreten als Rebellen, als Republik. Und das ist natürlich dann auch thematisch eine coole Sache. Wir haben wieder schöne Miniaturen dabei. Wir haben natürlich wieder Sonderfähigkeiten als Aktionen, wieder besondere Bosse, gegen die wir kämpfen. Ja, klingt auf jeden Fall spannend, freue mich da sehr drauf und dann werden wir mal sehen, was das beste, ja, Pandemic-Ablegerspiel ist und das klingt auf jeden Fall schon mal sehr spannend und freue ich mich drauf. Dann habe ich von Kranner zwei Spiele bekommen und zwar Duos, einmal die Things and Animals und die Sports and Fairy Tales. Fairy Tales, eine sehr interessante Mischung auf jeden Fall. Und das ist wohl so ein ja, Sammelspiel. Das ist hier auf Englisch und Polnisch erklärt, aber hier natürlich auf Englisch spielbar auf jeden Fall. Wie man sehen kann, das Spielmaterial auch sprachneutral. Und ja, hier muss man eben versuchen, verdeckt irgendwas zu legen, um bestimmte Dinge darzustellen, denke ich mal. Und diese Paare zu bilden, um dann im Endeffekt Punkte zu machen. Klingt ja mal sehr simpel, aber auch familienfreundlich und ist auf jeden Fall niedlich illustriert, was ich bis jetzt so sehen kann. Aber wie gesagt, es kam jetzt auch unaufgefordert. Ich habe da noch gar keinen wirklichen Schimmer, was das genau ist und werde mir das mal genauer anschauen, diese zwei Teile. Ja, mal schauen, bin gespannt auf jeden Fall. Auch mal überrascht zu werden, ist auch eine schöne Sache. Dann haben wir hier von Pegasus Spiele, habe ich unter anderem Deadly Dinner, Tödliches Versprechen bekommen. Das ist ja ein Krimi-Erlebnis, ein Krimi-Spiel oder ein Krimi-Dinner-Spiel, kann man so sagen. 120 bis 180 Minuten. Was das Besondere hier ein bisschen auch ist, ist, dass es für 4 bis 6 Spieler ist. Also es ist wirklich auch für eine kleinere Runde, sodass man eben auch mal so ein Krimi-Dinner spielen kann, ohne jetzt irgendwie mit 10 Mann oder 12 Mann spielen zu müssen. Finde ich auch eine schöne Sache und das kommt mir auf jeden Fall entgegen, das dann mal spielen zu können und freue ich mich auch schon drauf, das hier auf den Tisch zu bringen. Thematisch geht es wohl um so eine Traumhochzeit in der Karibik. Passiert natürlich ein Mord. Und ja, bin auf jeden Fall gespannt. Dann hat mir Ravensburger auch ein Rezensionsexemplar zugesendet von einem Spiel, welches ich auch schon anspielen konnte, mir ein bisschen anschauen konnte auf der Spiel 22, auf dem Ravensburger Presseevent. Und das ist Minecraft Portal Dash. Ja, es sind zwei neue Minecraft-Spiele rausgekommen von Ravensburger zur Spiel 22. Ein Titel für etwas jüngeres Publikum und eben dieses hier Minecraft Portal Dash für ein etwas älteres Publikum, aber auch hier sieht man ab 10 Jahren 1 bis 4 Spieler. Und es ist ein kooperatives Minecraft-Brettspiel, wo wir halt ja in diesen Nether und Nesser gehen, in diese Unterwelt, in diese besondere Welt in Minecraft und wo wir eben uns gegen bestimmte Gegner hier behaupten müssen und versuchen müssen, aus diesem Nether zu fliehen und gemeinsam eben das zu schaffen. Ja, ich bin sehr gespannt. Sieht auf jeden Fall niedlich aus, sehr schöne Gestaltung, auch wieder so, wie man es so kennt, Minecraft-mäßig mit diesen Blöcken und mit diesen, ja, mit diesen sehr einfachen gestalteten Illustrationen, die aber auch wieder thematisch passen. Dann haben wir auch hier wieder solche Cubes, die hier dabei sind, was der auch schon bei dem Minecraft Builders in Beyonds eine sehr schöne Sache war, die dann auch thematisch ganz gut umgesetzt wurde. Und ich bin sehr gespannt, dass wir so eine Art Dungeon Crawler ein bisschen haben von Minecraft. Und ja, das freue ich mich auf jeden Fall drauf. Dann hat mir Schmidt Spiele auch eine Neuheit zukommen lassen. Und das ist Rückkehr zur Isla Nublar, nämlich ein Jurassic World Spiel. Da kam ja doch in letzter Zeit zwei, drei Stück raus und Schmidt Spiele hatte eben auch hier eins veröffentlicht. Ist natürlich auch ein Familienspiel, könnte man auf jeden Fall sagen. Man sieht aber auch schon ab 10 Jahren, aber Strategie relativ hochwertige Aktion auch recht hoch und Thema, ja, soll es halt sehr thematisch sein. Ich bin sehr gespannt, ist auf jeden Fall eine schöne Welt. Ich mag auch die Filme zu Jurassic World sehr und dass wir eben hier eine Art Deckbaumechanismus haben, dass wir uns auf dem Spielbrett ausbreiten mit Camps und dass wir aber auch Dinosaurier jagen oder hier irgendwie unterwegs sind. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend und es gibt wohl auch ein, wo, es gibt wohl auch
Vulkanausbrüche, die dann es erschweren, unsere Aufträge zu erfüllen. Ja, also wird jetzt kein Expertenspiel sein, aber für Schmidt-Spieler sieht es schon nach einem sehr oder einem relativ anspruchsvollen Spiel aus und bin da sehr gespannt drauf. Auf jeden Fall ein cooles Thema, wie ich schon mal finde. Dann habe ich von Modiphius Entertainment auch ein Spiel bekommen, ein Rezensionsexemplar, nämlich Spectre the Board Game. Und das ist ein Spiel, wie man schon schön sehen kann, ein Spiel in der Welt von 007 von James Bond. Und Spectre ist ja diese große Verbrecherorganisation. Und das genau Teile dieser Verbrecherorganisation oder einzelne Schurken verkörpern wir in diesem Spiel. Wir sind hier auf dieser Weltkarte unterwegs, in verschiedenen Regionen, versuchen da Einfluss, unsere Missionen auszubreiten, unsere Schergen dort unterzubringen, nutzen Sonderfähigkeiten, die wir haben, schalten auch zusätzliche Sonderfähigkeiten frei. Also steckt schon einiges drin, was ich bisher zu so sehen konnte. Sieht auch irgendwie ziemlich cool aus von der Gestaltung her und ja, bin sehr gespannt. Ist endlich mal auch wieder ein Spiel, wo man immer die Bösen spielt und nicht die Guten. Und das finde ich schon ziemlich cool. Und hier kann man auch sehen auf den einzelnen Karten, aber auch auf den einzelnen Tableaus sind eben Illustrationen aus den Filmen drauf. Das mag ja jetzt nicht jeder, aber hier erkennt man eben auch wirklich die einzelnen Schurken und Bösewichter aus den verschiedenen Filmen, auch aus den verschiedenen Epochen, nicht nur aus den ganz aktuellen. Da finde ich auf jeden Fall eine schöne Mischung und ja, auch hier bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ist ja auch ein Spiel, was jetzt nicht so viel Aufmerksamkeit vor das Spiel bekommen hat. Dann habe ich auch von Ludonaute über Asmodee ein Rezensionsexemplar von Precognition bekommen. Das war ja auch ein Titel, der vor der Spiel 22 durchaus für einige Aufmerksamkeit gesorgt hat, denn hier gibt es einen interessanten Mechanismus. Und zwar liegen hier ja, Karten aus und so bestimmte Aktionskarten kommen halt ins Spiel, aber wir wählen nicht alle aus und dann kommen wieder Karten quasi zurück in der nächsten Runde, und so dass man schon mal zum Teil zumindest weiß, was man kennt. Und das ist hier das Dual Select System, was man hier beschrieben hat, und so dass man dann eben auch durchaus weiß, was in der Zukunft an Aktionen möglich sind. Wie cool das dann umgesetzt ist im Detail, muss man natürlich dann sehen. Ist auf jeden Fall so ein Kennerspiel, würde ich sagen, mit wirklich sehr, sehr großen, mit sehr, sehr großen Tableaus und keinem zentralen Spielfeld, was auch mal ein sehr interessanter Einsatz ist, interessanten und schönen Illustrationen. Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt drauf, wie das hier funktioniert. Habe ich auch durchaus schon unterschiedliche Meinungen zugelesen und zugehört. Aber ja, Precognition, auch ein Spiel, was ich vor der Spiel, wo ich wusste, das möchte ich mir genauer anschauen. So, da muss ich mal hinter mir greifen, ein bisschen mich verrenken. Aber dann haben wir ein kleines Spiel und zwar von Ravensburger Disney Villains, The Card Game. Ein Kartenspiel, welches wieder in dieser Villains-Welt ja, spielt. Es gibt ja schon mehrere Teile oder Erweiterungen von ja, Disney Villains, Villainous, um das mal so auszusprechen, was ein großes Spiel ist. Hier haben wir halt eine Kartenspielvariante davon. Und hier sind wir wieder Bösewichte, die Karten ausspielen wollen, wo wir dann aber sowohl bei unserer eigenen Karte, bei unserem eigenen Deck gucken müssen, dass wir diese ausspielen. Wir müssen aber auch schauen, dass wir auf die Mitspieler Kartenstapel schauen müssen. Und es gibt eben auch Heldenkarten drin, die uns natürlich stören und die unsere Pläne durchkreuzen. Sicherlich ein einfaches Spiel, schnell gespielt, 20 Minuten steht hier. Aber ich fand es auf jeden Fall spannend und da ich die Villainous-Spiele schon irgendwie ziemlich cool finde, ja, werde ich mir jetzt hier Disney Villains das Kartenspiel auch anschauen. Dann habe ich von Nice Game ein Rezensionsexemplar von Praia oder Praia bekommen von Alberto Milan. Ein Spiel, ja, welches erstmal ein bisschen trocken wirkt, denn wir sind einfach in Thailand, müsste das sein, auf den Flussarmen des Chao Phraya unterwegs. Dort sind viele Händler, ja, Boote, quasi Händlerboote, und wir ziehen mit unserem Boot von Stand zu Stand und versuchen dort eben Handel zu treiben. Wir können hier Karten verbessern, Aktionskarten nutzen. Wir haben einen großen Markttableau mit irgendwelchen Leisten. Also es scheint ein sehr komplexeres Spiel zu sein. Wir haben auch bestimmte Möglichkeiten, Sachen auf unserem Boot zu laden, auch das Boot zu verbessern, zum Beispiel um weiter reisen zu können, weiter fahren zu können.
Und ich bin sehr gespannt. Also die Regeln habe ich mir schon mal angeschaut, lesen sich durchaus interessant. Thematisch wirkt es erstmal ein bisschen trocken, aber was man bis jetzt so mitbekommen hat, scheint es doch ein ganz spannendes Eurogame zu sein. Und ich werde dann Praia oder Freier dann auf jeden Fall mal bald spielen und euch dann natürlich auch hier im Kanal berichten. An der Stelle mal der Hinweis und die Bitte, abonniert den Kanal und klickt die Glocke an, dann verpasst ihr auch kein Video. Gerade dann, wenn ich über die Neuheiten der Spiel 22 weiter berichten werde. Ja, von Asmodee kam dann auch eine auch spannende Neuheit, nämlich von Fantasy Flight Games Twilight Inscription. Das ist ja der Roll-and-Ride-Variante von Twilight Imperium, was ja ein sehr großes und sehr lang dauerndes Spiel ist. Das Thema, dass wir halt verschiedene galaktische Völker sind, die um Einfluss, Macht und so weiter ringen, hat man halt hier in ein, ja, kleinen Anführungsstrichen Roll-and-Ride gepackt. Auf jeden Fall deutlich kompakter als das Originalspiel, aber immer noch 90 bis 120 Minuten. Wir haben zwei große Blöcke, die wir, oder vier sogar, die wir irgendwie übereinander legen. Auf jeden Fall braucht man auch viel Platz. Und wir haben auch hier 24 Fraktionen drin. Also man hat versucht, dieses, ja, das, der, den Witz des großen galaktischen Zivilisationsspiels hier runterzubrechen. Und ja, bis jetzt habe ich da wirklich nur positive Sachen gehört. Und von daher freue ich mich auf jeden Fall auch auf dieses epische Roll'n'Ride. Das ist doch mal was ganz anderes in dem Bereich. Und auf den ersten Blick sieht es sehr unübersichtlich aus, aber ich werde mal schauen, dass ich mich da möglichst schnell reinstürze und mir dann die Regeln von Twilight Inscription anschauen werde. So, dann machen wir weiter mit einem Pegasus-Titel, den ich freundlicherweise bekommen habe als Rezensionsexemplar, nämlich Sky Mines. Das ist ja eine Neuauflage eines älteren Spiels, und zwar von Mombasa. Ein mechanisch sehr, sehr gutes Spiel von Alexander Pfister, was auch bei mir im Regal schon ist. Aber thematisch natürlich problematisch, weil es dazu in die Kolonisationszeit in Afrika geht, wo wir in Unternehmen investieren, die Afrika ausplündern, muss man einfach ganz hart so sagen. Ja, nun hat man diese sehr gute Mechanikgrundlage genommen und hat da eben ein neues Spiel draus gemacht, und zwar Sky Mines, wo es halt auf den Mond geht oder auf einen Mond geht, den wir jetzt hier ausbeuten, also beziehungsweise wir investieren auch hier wieder in Konzerne, die sich dort ausbreiten. Also diesmal vielleicht thematisch nicht so problematisch, aber im Grunde genommen mehr oder weniger dasselbe. Aber man hat einige Verbesserungen und Veränderungen vorgenommen und hat auch eine Rückseite mit einem etwas anderen Spielplan. Also es ist nicht einfach nur ein Reskin, sondern man hat das Spiel wirklich aktualisiert und erweitert und verbessert. Und deswegen bin ich hier auf Sky Mines auch sehr, sehr gespannt und freue mich da sehr drauf, auch wenn die Optik des Spielplans etc. jetzt mich im ersten Moment nicht so wirklich anspricht. Bin ich doch hier sehr, sehr gespannt, wie Alexander Pfister und Viktor Kubilka das hier, ja, weiterentwickelt haben sozusagen. Von daher freue ich mich drauf auf Sky Mines. So, was haben wir denn noch? Wir haben auch hier noch ein Spiel, was auch ein bisschen unter dem Radar bis jetzt gelaufen ist, habe ich das Gefühl. Nämlich von Silex Clockworker. Ein Spiel, was sehr niedlich aussieht. Es geht in eine Zeit, nachdem der Planet Erde verwüstet wurde und die Menschen die Erde verlassen haben, weil auch keine Ressourcen mehr wirklich da waren. Und ein paar Jahre später erwachen ein paar Roboter, die vorher von den Menschen gebaut wurden, zu leben, werden sich ihrer Situation bewusst sozusagen und nehmen, ja, fahren die alten Fabriken wieder hoch und nehmen die wieder in Betrieb. Und genau wir sind solche Roboter und wir versuchen eben entsprechende eigene Roboter Zivilisation zu entwickeln mit sehr interessanten Mechaniken, mit wirklich schönem Material, schönen Illustrationen, auch nicht zu lang, 45 Minuten. Ja, also das hat mich wirklich am Anfang, wo ich da so ein bisschen geschaut habe, sehr, 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 sehr interessiert und hat mich jetzt sehr gefreut, dass ich von Asmodee hier ein deutschsprachiges Rezensionsexemplar von Clockworker bekommen habe. Und das werde ich natürlich dann auch versuchen, wirklich schnell zu spielen. Das gilt natürlich für alle und das wird nicht einfach, das weiß ich. Aber ich habe da große Lust drauf. Sehr spannend sieht das aus. Dann habe ich eine weitere Neuheit von Pegasus Spiele bekommen als Rezensionsexemplar, und das ist Caldera Park. Und das ist sozusagen der Nachfolger von Savannah Park. Ein Spiel, welches abstrakt war, aber doch ein spannendes Lege- und Puzzlespiel war. Was aber dann natürlich trotzdem in seiner Mechanik dann irgendwann doch sehr eingeschränkt war und mir trotzdem gefallen hat.
Dann wurde Caldera Park angekündigt, wieder hier von Deep Print Games, von Wolfgang Kramer und Michael Kiesling. Und das sieht dann nochmal schon spannender aus. Es ist auch als Familie gelabelt, wird jetzt also auch nicht zu kompliziert sein, geht aber schon über das hinaus, was uns Savannah Park geboten hat. Hier drehen wir wieder Plättchen um, allerdings haben wir jeder andere Plättchen und können die anders umdrehen. Und wir haben eben noch andere Dinge im Spiel. Wir müssen die natürlich auch wieder möglichst optimal platzieren, um Punkte zu machen. Aber wir haben Wetter, zum Beispiel Wettereffekte, wir haben andere Möglichkeiten, die teilweise zu platzieren. Also hier ist doch ein bisschen mehr Abwechslung dabei. Und ja, ich bin sehr gespannt. Das ist mal trotzdem noch mehr Freiheiten und mehr taktische Tiefe, wie es hier auch steht. Also das kann ja nicht schaden. Von daher, ja. Caldera Park, auch ein Spiel, was dann zumindest hier in der Familie, anders als manch andere von den eben vorgestellten, hier auch in der Familie auf den Tisch kommen wird und ich dann darüber berichten werde. So, dann haben wir hier noch eine Neuheit, die ein Kickstarter war und die mir freundlicherweise auch vom Verlag Taverna Ludica Games zur Verfügung gestellt wurde, und zwar Tindaya, ein kooperatives Spiel, wobei es hier auch, glaube ich, einen kompetitiven Modus gibt. Mit sehr viel Material, mit viel Regeln. Und hier geht es halt in so eine Welt, wo wir ja, aus einzelnen Spielplanteilen so eine Inselwelt aufbauen und wir dann unseren Stamm anführen und da halt auch eine Menge Entscheidungen treffen können, den verbessern können. Wir haben so ein zentrales Jagdtableau und andere Sachen. Wir haben so Katastrophen, die passieren können und müssen halt versuchen, dann entsprechend gemeinsam oder eben auch gegeneinander hier zu bestehen. Und hat auch einen Solo-Modus, was natürlich auch eine schöne Sache ist, aber auch sehr komplex. Also zumindest die Regeln sind sehr umfangreich, aber es klang schon mal sehr, sehr spannend und ich freue mich da sehr drauf, Tindaya von Taverna Ludica Games zu spielen. Ja, jedenfalls ein spannendes Spiel und da freue ich mich auch sehr drauf, muss ich sagen. Dann haben wir eine Neuigkeit von Hans im Glück, auf die ich mich auch sehr gefreut habe und natürlich dann jetzt hier auch sehr glücklich war, das Rezensionsexemplar von Planet B bekommen zu haben. Wie man hier schon sehen kann, so mit dem Sticker, wo ein bisschen die Leute darauf hingewiesen werden sollen, für wen es so ist, ist ein schweres Spiel laut Hans im Glück. Also schon ein komplexes Spiel. Ob es jetzt wirklich ein Expertenspiel ist, werden wir mal sehen, aber gehobenes Kennerspiel, glaube ich, kann man schon so sagen. Was hier sehr spannend ist, es geht halt auf einen neuen Planeten. Wir haben unseren Planeten verlassen, wir haben nämlich alles zugrunde gerichtet hier, ja, und machen auf den neuen Planeten mehr oder weniger so weiter. Auch dort sind wir korrupte Politiker bzw. Konzerne. Wir müssen eben Deals abschließen, um unsere Pläne voranzutreiben. Und die sind halt Macht und Geld, wie ja, es leider eben auf der Erde hier auch so ist bei vielen, die in Führungspositionen sind. Wir versuchen aber auch Präsident zu werden, müssen natürlich dann die Stimmen der Bürger bekommen bzw. ja, manipulieren, indem wir zum Beispiel Nachrichten eben auch manipulieren und Nachrichten nutzen. Die Medien sind halt immer eine gute Möglichkeit zu zeigen, dass man selber der Beste ist, was natürlich dann nicht unbedingt wirklich so sein muss. Wir bauen auch die Stadt aus mit neuen Gebäuden. Also steckt einiges drin, muss man sagen, mechanisch und auch thematisch wirklich erfrischend, auch wenn ich es ein bisschen negativ finde, aber gerade durch diese sehr zynischen Blickwinkel und den schwarzen Humor, der das natürlich dann schon bewusst aufs Korn nimmt, finde ich das schon okay. Ja, Planet B, bin da sehr gespannt drauf und werde euch dann natürlich auch berichten, wie es mir gefallen hat. Ja, und dann habe ich zum Schluss noch zwei riesige Boxen für euch. Da haben wir zum einen von Pegasus Spiele ein Spiel, was ich auch schon mal spielen konnte in der Vergangenheit bei Freunden und jetzt noch mehr spielen werde. Das ist Merchant's Cove. Ein Spiel, was auch auf Kickstarter war und wo wir ja zum einen asymmetrische Fraktionen haben, die jeder sein eigenes ganz unterschiedliches Tableau haben, und nicht nur das, wir machen auch ganz andere Dinge. Am Ende machen wir zwar dasselbe, nämlich wir versuchen Waren unterschiedlicher Qualität oder unterschiedliches Wertes herzustellen. Wie wir das aber machen, ist komplett unterschiedlich. Der eine reist mit seinem Piratenschiff hier von Sektor zu Sektor und macht Dinge. Ein anderer muss hier so Murmeln einsortieren, bestimmte Dinge, um Effekte auszulösen. Nächster, der nutzt so Zeitmanipulation, und wieder ein anderer nutzt hier normale Würfel, um seine eigenen Brennöfen irgendwie anzufeuern und damit Sachen zu schmieden. Und so stellen wir halt oder finden, wie auch immer, bestimmte
Waren, die wir dann wiederum in einer anderen Phase des Spiels auf Schiffe laden, beziehungsweise wir laden nicht die Waren auf Schiffe, sondern wir laden verschiedene Händler oder Käufer auf Schiffe und dann können wir auch manipulieren, welche Schiffe wo anlegen, um dann entsprechend die Waren möglichst gewinnträchtig zu verkaufen und möglichst viel Profit zu machen. Dann gibt es noch bestimmte Karteneffekte, die damit triggern. Es gibt so ein cooles Zeitrad, was immer sagt, wer dran ist. Also ja, auch so ein, weil bestimmte Aktionen eben auch Zeit kosten, die auf unserer Klo sind. Also sehr tolle Ausstattung, wie man hier mit den Miniaturen schon sehen kann, mit diesen Pappbooten etc., mit diesen Ständern, wo wir dann unsere Waren drauf präsentieren können. Ja, und dann entsprechend auch wirklich eine dicke Box, wo halt das alles drin ist. Ja, auch auf jeden Fall ein Spiel, das ich noch mehrmals oder noch mehr auf den Tisch haben möchte. Ja, und die dicke Box habe ich dann auch von. Boah, da muss ich sogar noch ein bisschen rauskrollen. Ja, zoomen besser gesagt. Habe ich von Simon bzw. Asmodee als Rezensionsexemplar bekommen, nämlich Massive Darkness 2 Höllenschlund. Ja, der zweite Teil von Massive Darkness, auch eine sehr dicke Box, was natürlich unter anderem daran liegt, dass wir hier wieder eine Menge Miniaturen drin haben. Ein Dungeon Crawler, der halt auf diesen ersten Teil von Massive Darkness aufsetzt, 10 Jahre später spielt und wir sind halt hier wieder unterwegs und haben Helden, aber haben eben auch diverse Gegner, Anführer, wir haben ja, wirklich viele Schergen und je nach Szenario wird das dann immer schwerer, hat andere Herausforderungen. Wir haben natürlich Karten, wir haben Möglichkeiten uns zu verbessern auf unserem eigenen Tableau, Ausrüstung, Erfahrungspunkte sammeln und vieles mehr. Also auch wieder so ein richtiger schöner Dungeon Crawler, der auch noch toll aussieht und ja, da bin ich natürlich auch sehr, sehr gespannt drauf und das wird sicherlich auch eines der Spiele sein, was ich erstmal hier aufbaue und dann erst eine ganze Weile spielen werde, bevor ich es wieder abbaue, weil dann doch einiges aufzubauen ist. Aber ja, sehr, sehr spannend. Ja, das war jetzt die ganzen Titel. Ich möchte die blende die vielleicht jetzt nochmal ein als Bild, als Foto von Neuheiten, die nach der Spiel 22 bei mir eingetroffen sind und die ich natürlich jetzt auch zeitnah auf den Tisch bringen möchte. Parallel sind auch noch einige Kickstarter eingetroffen, die ich hier gar nicht groß zeige. Und ja, noch andere Spiele, die dann teilweise vor der Messe schon eingetroffen sind vom Verlag, die ich teilweise schon gezeigt habe. Also auf jeden Fall eine ganze Menge an Neuheiten, viel zu spielen, was natürlich eine tolle Sache ist. Und gerade jetzt, wo es kalt wird und der Winter kommt, werde ich natürlich eine Menge Spiele auf den Tisch bringen und euch dann berichten hier im Kanal natürlich. Also abonniert den Kanal und klickt die Glocke an. Hinterlasst auch gerne einen Kommentar. Ja, ob da Spiele jetzt drunter waren, wo ihr euch auch drauf freut oder wo ihr sagt, das soll ich als erstes rezensieren, gerne Kommentare hinterlassen. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr mal auf abenteuer-brettspiele.de vorbeischaut, meinem Blog. Dort findet ihr eine Menge Artikel rund um Brettspiele, Reviews, Toplisten, Interviews, Messevorschauen, Toplisten und vieles, vieles mehr. Und auch meinen Podcast. Das war's für heute und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann!